Hallo liebe Leute, nachdem die letzten Zeiten, man kann sagen, vielleicht doch einigermaßen durchwachsen waren, ist es kein Wunder, wenn sich einige Leute zusammenfinden und drei Reisebusse, ca. 120 Leute, aufbrechen und einfach einmal was anderes sehen wollen. In dem Fall geht's für 5 Tage nach Sardinien. In dem Video gibt es jetzt meine persönlichen Highlights. Die Fahrt war von Lienz nach Livorno und mit der Fähre nach Olbia. Unsere Fähre, die Palermo, die ist 220 Meter lang, 30 Meter breit und hat 11 Stockwerke. Die Hauptreisezeit ist schon vorbei, aber dazu nur mehr später. Um 10 Uhr auf die Nacht geht es von Livorno nach Olbia und das heißt, wir sind die ganze Nacht unterwegs bis nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh. Und so eine Abendausfahrt aus dem Hafen ist schon auch ganz schön beeindruckend, wenn man das nicht alle Tage sieht. In der Nacht gibt es natürlich am Meer nicht viel zu sehen, sehr viel schwarz. Und daher sind wir dann ganz schnell nächsten Tag schon im Hafen von Olbia und sind schon wieder beim Anlegemanöver. Das bedeutet in dem Fall verkehrt einpacken. Also eine Frühankunft ist mit Frühstück, zusammenpacken und Schiff verlassen ein bisschen eine hektische Angelegenheit, aber es verläuft alles gut und der Pott ist auch ganz schnell ausgerannt. Die Sonne ist noch gar nicht richtig aufgegangen und wir sitzen dann schon im Bus und dran schon unsere ersten Runden nördlich von Olbia. Golfo Aranci, Porto Rotondo, Smaragdküste sind da so die Schlagpunkte. Es ist Ende Oktober und seit Mitte Oktober ist die Saison beendet. Also es ist, gibt nur mehr leere Strände, leere Dörfer. Auch die Wohnmobilfahrer sind schon verschwunden und das liegt wahrscheinlich auch an den Wassertemperaturen. Vorteil von der Zeit ist, man kann sich alles ganz in Ruhe und ungestört anschauen und die Touristenmenge ist überschaubar. Unsere drei Busse, ein Bus aus dem Bezirk Vöcklabruck, einer aus Eisenstadt und einer aus Deutschlandsberg. Das sind unsere Wegbegleiter, die wir in den nächsten Tagen alle wieder treffen. Aber wie gesagt, es ist alles schön, es ist alles sauber. Und nachdem es menschenleer ist, gibt es kein Gedränge und man kann sich alles in Ruhe anschauen. Die größte Magnetwirkung hat natürlich irgendwie das Meer. Und es ist wirklich beeindruckend, dieses Blau und überall, wo wir hinkommen, ist es eigentlich sauer und klar. Und das gilt gleichermaßen für die Strände und fürs Wasser. Eine beeindruckende Landschaft gibt es aber auch im Hinterland. Und das erleben wir dann bei unserer Fahrt von Ost nach West einmal über die Insel und man staunt immer wieder über die Farben und Formen, die sich da so herausbilden. Der Remo di Santrano ist auch so ein besonderer Ort der tiefsten Galura. Das ist eine Granitregion im nordöstlichen Sardinien und war da oben mitten in die Berg eine Wohnstätte von zwei Eremiten. Heute eine kleine Kapelle. Von dort gibt es weite Ausblicke übers Land oder auch der Schafskopf, der klein über die Hitten hinterm Felsen vorschaut. Und mit viel Fantasie kann man auf der anderen Seite zwei Elefanten, einen kleinen und einen größeren, der nach rechts weggeht, sehen oder einen Bären. Auch die Nordwestküste erreichen wir. Wir besuchen Castel Sardo, eine wirklich malerische Stadt, wie man es aus dem Süden so kennt. Oben Festung, Kirchen, enge Altstadt und unten die Neustadt. Und wir haben sicher mit dem Wetter einen Glück und das Ganze zeigt sich von einer malerischen Seite, wie man so schön sagt. Seit 1500 gibt es da schon eine Burg und heute hat das kleine Stadtl ungefähr 6000 Einwohner. Die Häuser sind da alle bewohnt. Aber trotzdem schaut es jetzt in der Nachsaison sehr leer aus, wenn nicht gerade ein Bus durchzieht. Für die Fotografie bieten sie ja an solchen Orten immer besondere Blickwinkel. Und so hat man mal die Chance, dass man mal ein paar touristenfreie Aufnahmen zusammenbringt.
Für mich persönlich aber das Faszinierendste ist immer wieder der Blick auf das blaue Meer. Diese Formen sind wirklich einzigartig und auch die Klarheit von dem Wasser. Das kann man auf jeden Fall sagen, Sardinien punktet mit der Landschaft und soweit es in solchen Gegenden mit Macchia-Bewuchs möglich ist, mit der Sauberkeit. Und so besucht man nun die Schönheit vor der Küste Sardiniens, die Insel La Maddalena. Eigentlich sind es ja über 60 Inseln. Insel bedeutet Fähre und so fahren wir dann von Palau mit Mann und Maus Bus so ungefähr 40 Minuten übers Meer nach La Maddalena. Wir machen eine Rundfahrt auf der Hauptinsel. Das dauert so eine gute Stunde. Also man kann sagen, so richtig der Bär ist auf Maddalena nicht los. Aber es gibt bei der Überfahrt in der Ferne eine Felsformation, da sieht man auf einmal einen Bären und der Elefant marschiert noch hinten nach. Auf Halbweg treffen wir dann die Gegenfähre und La Maddalena, die Hafenstadt, ist in Sicht. Bei einem kleinen Stadtrundgang treffen wir dann in der Nähe vom Rathaus auf einen kleinen Bangerl, den Sepp. Genauer gesagt den Giuseppe Garibaldi, den berühmten italienischen Freiheitskämpfer, der in die 1800er Jahre gut 50 Jahre lang erfolgreich für die Freiheit und Wiedererstehung Italiens im Einsatz war. Ja, und dann widmen wir uns wieder der Landschaft und es gibt eine kleine Busrundfahrt und die Landschaft ist und bleibt einfach das Beeindruckendste in Sardinien. Und auch in Sardinien gibt es Naturschutz und so sind wir da jetzt zum Beispiel mal an einem geschützten Küstenstreifen, wo man nicht einfach überall hintreten darf, sondern wo es sogar sowas wie abgegrenzte Wege gibt. Es gibt aber Inselbewohner, die halten vor Abgrenzungen nicht so viel. Die Reiseleiterin hat uns schon ein paar Mal darauf hingewiesen und tatsächlich haben wir es dann auch kurz vor Maddalena auch noch gesehen. Da rennen die Wildschweine um und um bis in die Wohngebiete. Das heißt, die sind jetzt da knapp 100 Meter außerhalb der Stadt, rennen da frei die Wildschweine und sie sind natürlich auch eine entsprechende Plage. Nach gut 3 Stunden geht es wieder retour. Die Fähre kommt gerade an und das geht da alles ratzfatz. Während die Abreisenden sich anstellen, da sind wieder unsere Busse und die Passagiere steigen extra auf die Fähre auf, geht sobald die Klappen von der Fähre unten ist, die wilde Jagd schon los. Die einen fahren von der Fähre ab, die nächsten stellen sich da schon mit dem Motorrad an. Das sind aber in dem Fall die eigenen Mitarbeiter und dann wird das Ganze beladen. Zum Schluss die Busse drauf und es ist fast überall gleich. Einen Nachzügler gibt es natürlich auch immer wieder und kaum ist der am Schiff drauf, geht die Klappen schon hoch. Und das Schiff dreht sich schon aus der Position seitlich von der Quaymauer weg und die Reise geht wieder zurück nach Palau. Dann gibt es nur einen Blick zurück und dann nimmt der Motor schon Drehzahl auf und das Schiff zieht los. Viel zum Tun gibt es während der Überfahrt nicht. Sonne sitzen und dann kann man noch beobachten, was in der Entfernung der Bär und der Elefant machen. Aber so wie es ausschaut, so richtig weiterkommen, dann's nicht. Also schauen wir wieder ein bisschen in das wunderschöne blaue Wasser. Jetzt fällt nur mehr eine Sache, die aber zu so einer Reise unbedingt dazu gehört. Das ist die Folklore. Und das erleben wir bei ein bisschen abgelegenen Bauern direkt vom Markt mit Buschenschankbetrieb. Und wie sie dann ausgestellt hat, ist das der Schwiegervater von der Reiseleiterin. Aber das war sicher kein Nachteil. Zum Essen gibt es ein typisch sardisches Menü, bestehend aus 8 Gängen. Das heißt, 3 Suppen,
Eine Suppe ist dann eher so, dass man sagt, das könnte auch eine Lasagne sein. Also mit Suppen hat es nicht wirklich was zu tun. 3 Fleischspeisen und 2 Nachspeisen, Mehlspeisen. Und ein besonderes Highlight ist natürlich bei den Fleischspeisen noch dabei. Das ist Spanferkel. Da sind die Sarden besonders stolz. Während draußen bei Musik und Essen schon richtig Betrieb herrscht, sind drinnen die Spanferkel am Feuer und trauen sich da langsam dahin. Bevorzugt werden da kleine Spanferkel, besonders junge. Ich habe mir schon gedacht, wie wird das bei 120 Leuten 3 Busse werden, aber die werden halt dann auch entsprechend klein aufgeschnitten. Ja, und so ist das ein ganz unterhaltsamer Nachmittag. Über die Qualität von Wein könnte man vielleicht noch diskutieren, aber nach dem dritten Glas spielt das dann auch keine Rolle mehr. Und wenn man sich ein bisschen so überlegt, sehr viel unterscheiden sich die Vorstellungen, was Tourismus ist, in Sardinien und in Österreich nicht. Auf alle Fälle lasst es dort ein Zeitl aushalten. Ja, und so sind wir dann am vierten Tag am Abend nach der Buschenschank nicht bei Disney World, wie es vielleicht im ersten Moment ausschauen könnte, sondern wieder in Olbia im Hafen. PKW und LKW werden verladen, Passagiere heißt zuschauen und warten. Aber irgendwie ist das Ganze eh ganz kurzweilig. Und dann ist es wieder soweit zwischen 22 und 23 Uhr, Hafenausfahrt aus Olbia. Und um 7:30 in der Früh kennen wir es schon, der Leuchtturm von Livorno und die Einfahrt. Das Trockendock ist auch noch da. Und ganz links hinten, da nach hinten, müssen wir einpacken. Und das passiert dann auch ganz vorsichtig. Unser Schiff ist ja 30 Meter breit, da wird es ungefähr 60 Meter breit sein und da schiebt der im Retourgang dann an seine Liegeposition. Dann kommt wieder die bisschen italienische Hafenhektik mit ein bisschen Geschrei und Pfeifen und dann sind wir wieder zurück auf dem europäischen Festland. Und damit wir vom Meer nicht gleich ganz entwöhnt sind, fahren wir noch bei der Rückreise beim italienischen Binnenmeer vorbei auf einem Blitzstopp Sirmione am Gardasee mit einem kurzen Essen. Mit Erinnerungsfoto, aber zumindest einmal meine Gedanken bleiben für die nächste Zeit sicher alle wieder einmal in Sardinien bei dem schönen Meer. Das war's damit, meine persönlichen Eindrücke von der Sardinienfahrt Oktober 2022. Danke fürs Schauen, macht's gut, bleibt's gesund. Viert euch, vielleicht bis zum nächsten Mal.